Herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir haben ein XXL-Papageien-Freisitz bauen lassen und einen Fensterfreisitz. Wir sind total enttäuscht. Kauft es ja nicht nach. Ich zeige euch alle Mängel. Seit ungefähr 2 Jahren haben wir ja diesen Freisitz von Montana aus Edelstahl, wo sie ja als Spielplatz nutzen und auch als Essensbereich. Diese ganzen Korkstücke sind übrigens von der Papageienwerkstatt. Und da uns die Qualität sehr gut gefallen hat, wollten wir einen Papageienfreisitz bauen lassen. Für uns war es wichtig, dass es Rollen hat, eine Wühlkiste integriert, Näpfe und eine Schaukel mit einer Höhle. Alles aus Kork. Diese Freisitze sind von der Papageienwerkstatt und Kork ist wirklich nicht ganz günstig. Wir hatten ein Budget, aber mit diesem Budget konnte uns Papageienwerkstatt nicht weiterhelfen. Eine Alternative konnten sie uns auch nicht anbieten. Somit mussten wir einen neuen suchen. Wir wurden auch fündig, nur leider nicht in diesem dunklen Holz, was wir haben wollten. Je dunkler das Holz, so teurer hieß es. Ging auch sehr flott mit dem Bau und so stand dann der Unterboden. Stück für Stück haben wir auch anfangs immer Fotos bekommen. Und hier sieht man schon dann die Wühlkiste montiert. Dass es schief montiert ist, zeige ich euch aber später. Und die 3 Näpfe hat er dann hier neben der Wühlkiste montiert. Und dann sollte das fertige Exemplar sein. Uns ist aber aufgefallen, dass die Korkschaukel mit der Höhle fehlt. Und er sagte, es ist da unten dieses T-Stück, dieses dunkelbraune. Das gefiel uns überhaupt nicht, denn wir wollten diese Schaukel mit einer Höhle integriert. Somit habe ich ihm dann nochmal ein Foto geschickt und gezeigt, wie wir es haben wollten. Ab da an fing es an mit den ganzen Missverständnissen. Und dann haben wir nämlich diese Schaukel bekommen, mit dieser Höhle. Er hat's aber unten montiert, wir haben es aber oben gewollt, welches er dann auch natürlich gemacht hat. So, und nun kam der Bau vom Fenstersitz. Wir hatten ihm eine Zeichnung geschickt. Mit einem Unterboden, beidseitig die Leiter von unten bis nach oben und dann die Schaukel mit einer Höhle dran. Alles aus Kork. Er hat uns aber kein einziges Foto geschickt und hat es schon zum Versand verpackt. Er wollte uns diesen Fensterfreisitz nicht zeigen. Vielleicht, damit er nichts umbauen muss, falls es uns nicht gefällt. Da wusste ich aber noch nicht, dass es in Folie verpackt war. Merkt ihr auch, dass ich die ganze Zeit auch den Namen nicht nenne, bei wem wir es bauen lassen haben? Gerade wegen sowas. Ich kann euch diesen Shop nicht empfehlen. Ich nenne euch den Namen nicht, aber ihr dürft wissen, dass der Korkbauer aus Dresden ist. Nun hat sich die Spedition auch schon angekündigt und genau nach 1 Woche Lieferung waren sie dann endlich da. Morgens um 7:30 hat's dann an der Tür geklingelt. Egal in welchem Alter man ist, man lernt nie aus. In Folie verpackt stand es jetzt in unserem Wohnzimmer. Wir hatten ja gedacht, dass es in Karton verpackt ist und deshalb er es nicht auspacken kann, damit er uns ein Foto von dem Fensterfreisitz schicken kann. Aber jetzt wissen wir auch, warum er kein Foto uns schicken wollte. Weil er seitlich keine Leiter gebaut hat, so wie wir es haben wollten, sondern einfach 2 gekaufte Leitern hingehängt hat. Und außerdem, in diese kleine Korkhöhle passen unsere Vögel überhaupt nicht hinein. Natürlich habe ich ihn auch kontaktiert, aber er ist nicht einsichtig. Er ist der Meinung, dass es genau so wie auf dem Bild aussieht. Wir sind total enttäuscht. Wir haben dann den großen Freisitz erstmal abgesaugt. Und währenddessen sind uns so viele Mängel aufgefallen, die zeige ich euch jetzt gleich. Zuallererst ist uns aufgefallen, dass die Rollen fehlen und auch keine vorgebohrten Löcher da sind. Die Wühlkiste komplett schief ist. Und schaut euch das mal bitte an. Was ist das denn? Ist das vogelgerecht? Und so sieht der Unterboden aus. Dieser Mann arbeitet sehr oberflächlich und fehlerhaft. Jetzt wird es aber noch besser. Schaut euch das mal an. Ist das nicht lebensbedrohlich? Das ist total spitz. Und dann noch so nah am Fressnapf. Natürlich haben wir das erstmal weggemacht.
Das ist doch nicht vogelgerecht gebaut. Könnt ihr erkennen, wie spitz das ist? Oh mein Gott, und hier schaut sogar eine Spitze vom Nagel raus. Okay, ich verstehe ja, dass man so billig Näpfe mit reintut. Aber warum drei verschiedene? Und dann so locker? Wie soll da ein Vogel gemütlich essen? Nur der eine, der funktioniert gut. Der ist auch ein bisschen standhafter. Aber die Näpfe ist ja das kleinste Problem. Nachdem wir die ganzen Mängel beseitigt hatten, wollten wir jetzt nun wissen, wie die Vögelchen reagieren. Es ist übrigens 1,60 Meter hoch und 1,20 Meter lang. Seht ihr die Vögeln drauf? Man erkennt die kaum. Kommen wir zu den Fressnäpfen zurück. Der arme Vogel sitzt erstmal breitbeinig und tut sich voll schwer. Hier könnt ihr es richtig sehen, wie sie sich schwer tut. Dieser Essensbereich ist überhaupt nicht papageiengerecht. Versteht ihr, was ich meine? Schaut mal hin. Ich habe die Billignäpfe von ihm auf die Seite gelegt, mit dem wäre sie gar nicht klargekommen. Das sind meine Edelstahlnäpfe. Trotzdem tut sie sich voll schwer beim Essen. Wir wollten eigentlich unseren Papageien eine Freude machen. Hätten wir doch lieber länger gewartet und gespart. Ich werde es so gut wie möglich vogelgerecht gestalten. Wenn ihr wirklich mal Interesse haben solltet an einem Papageienfreisitz, lasst es ja nicht in Dresden bauen. Er baut zwar schnell, aber Larifari nicht qualitäthaft. Ich bin den ganzen guten Rezessionen reingefallen. Das Material, was er benutzt, ist ja auch in Ordnung, aber der Inhaber, alles andere als verständnisvoll und hilfsbereit. Das ist wirklich schade. Seine Arbeitsweise ist sowieso mangelhaft. Wir sind dermaßen enttäuscht, dass ich euch halt auch warnen wollte. Ein Papageienfreisitz aus Kork ist wirklich nicht günstig. Aber wenn ihr wirklich was Qualitäthaftes haben wollt, dann spart lieber euer Geld. Und lasst es qualitäthaft bauen. Ich werde es jetzt ein bisschen aufhübschen und am Sonntag könnt ihr dann ein kurzes Video sehen, wie sie drauf spielen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.